wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute begrüßen wir euch aus Springe. Springe ist bei Hannover und wir stehen bei Giba Caravantechnik vor der Tür, weil Greta endlich gutes Internet bekommt. Richtig. Gutes Internet ist ja so eine Sache in Deutschland, das wisst ihr wahrscheinlich. Mit dem Empfang von dem Handyempfang, von dem Handynetzen ist es ja in vielen Regionen oder es gibt viele weiße Flecken, so sagt man das doch so richtig. Ne? Es gibt viele weiße Flecken in Deutschland, wo es einfach nicht so richtig funktioniert. Und wir waren ja im Sommer auf dem Campingplatz Solaika, wo wir gar nichts hatten. Weder TV-Empfang noch Handy-Empfang. Es ging wirklich gar nichts. War auch mal schön für 3 Tage, aber ihr wisst, wir wollen Videos, wir müssen hochladen, wir müssen arbeiten und so weiter im Auto und dafür ist natürlich Internet wichtig und das Internet wird ja immer wichtiger, sei es jetzt Smart TV oder ihr guckt ja auch bestimmt auch selbst schon Netflix und YouTube und alles was es gibt, Readly lesen und so weiter. Auf jeden Fall sind wir hier, damit Greta endlich einen besseren Empfang bekommt und das zeigen wir euch. Ja, angefangen hat es damit, dass wir ein Video von Giba entdeckt haben bei YouTube, wo die eine Antenne vorstellen. Eine Antennen-Router-Kombination vorstellen, die sie sozusagen entwickelt bzw. zusammengestellt haben. Und das verspricht wirklich echt eine super Performance. Ja, also wir verlinken euch das Video hier irgendwo, dann könnt ihr euch das schon mal angucken. Wir gehen rein, Greta steht schon drin und dann gucken wir mal, was uns erwartet und sehen uns alle wieder in der Halle, würde ich sagen. Freunde, wir sind in die Halle gefahren und stehen jetzt hier. Ihr könnt sie noch nicht sehen, aber neben uns stehen Malte und Louis, die das Ganze hier aufgezogen haben. Und ich denke, wir stellen sie euch mal so mit Bild vor, dass ihr sie auch sehen könnt. Und dann erzählt ihr mal was zu euch und was passiert. Ja, also. Hallo. Hi. Moin. Ich bin Malte. Ich bin Louis. Ja, und wir wollen heute bei euch eine GibaNet einbauen. Das ist ein Internetsystem fürs Wohnmobil, WLAN wie zu Hause. Ja. Und das haben wir auch selber auf. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, da haben wir das schon vorgestellt. Ich denke, ihr könnt das vielleicht einmal das, sehen. Haben wir schon. Das haben wir ganz, schon, ganz haben wir schon angesprochen. Okay, und werden wir dann auch verlinken, auf super. Jeden Fall. Ja. Weil so in das richtige, total technische Detail, glaube ich, wollen wir hier gar nicht so richtig okay. gehen. Ja. Wir wollen mal so die Grundgeschichte von euch und den Einbau und ja. Ja, genau. Aber vielleicht erzählt ihr noch kurz was zu euch, wer ihr seid und wie ihr das alles Fall. Hier... Genau, Giba Caravantechnik für Giesbert und Backhaus ist unser Nachname. Genau. Und wir beschäftigen uns überwiegend mit dem Thema Autarkie, also autarkes Reisen. Wir haben viele Kunden, die sehr viel sich in diesen Fahrzeugen aufhalten, aber auch viele Kunden, die tatsächlich permanent im Fahrzeug leben. Also bei uns geht es permanent um Solaranlagen, Wechselrichter, Lithiumbatterie. Und eben aktuell vielleicht auch Corona-bedingt mobiles Arbeiten im Fahrzeug. Und da brauchen wir einfach eine starke Internetverbindung. Und das ja nach Möglichkeit überall, ne? Da wo man eben gerade arbeiten möchte. Genau. Das heißt, ihr macht jetzt ja nicht nur diese Antennengeschichte, sondern ihr macht eigentlich alles rund ums Wohnmobil. Genau. Ja, also genau. Wenn ich jetzt, genau. Wie du schon angesprochen hast, Solarzellen brauche ja. oder eine stärkere Batterie genau. oder vielleicht auch Hubstützen. Ja. Ja, ja, eine Zusatzheizung, ganz also genau. alles, was rund ums Wohnmobil irgendwie dran zu schrauben, drunter zu schrauben, irgendwas ist, die zwei machen es. Das machen ganz wir. Genau. Und das markenunabhängig, also nicht nur Carrado, wobei ich ja, gesehen natürlich. Habe, ihr verkauft auch tatsächlich genau. Carrado und LMC, mhm. aber ansonsten die ganzen Einbauten macht ihr genau. überall. Ganz genau, also die neue Fahrzeugmarken Carrado und LMC vertreiben wir hier und markenunabhängig für sämtliche Reisemobilhersteller, was Nachrüstung, Zubehör, Autarkie angeht. Perfekt. Genau. Gut. Ja. Ja. Bevor wir jetzt wirklich anfangen zu schrauben und zu kleben und zu bohren und so weiter, möchten die zwei erstmal natürlich kurz sagen, worum es hier jetzt wirklich geht. Antenne und Router und so weiter, das haben wir jetzt alles schon gehört. Aber ich glaube, wir stellen es erstmal vor, das Produkt an sich. Ja. Genau. Wir haben hier unsere Außeneinheit, also die Antenne, die nachher den Empfang sozusagen von außen in das Fahrzeug leitet, über diese Kabel, über die Dachdurchführung. Das zeigen wir euch nachher, wie wir das anbringen. Und das Ganze wird dann innen mit dem Router hier entsprechend verbunden. Die werden dann hier angeschraubt.
Und in dem Router sitzt nachher eine oder sogar zwei SIM-Karten. Ja? Ja. Das heißt, die SIM-Karte sitzt hier, wir empfangen das LTE-Signal von außen und strahlen nachher über diese beiden WLAN-Antennen das WLAN im Fahrzeug ab. Das Ganze geht über 2,4 und über 5 GHz. Weiß ich, ob wir das vielleicht schon mal, viele Router haben das zu Hause auch schon, das 5 GHz ist deutlich schneller, das Netz, aber das 2,4 GHz hat halt den Vorteil, es hat eine größere Reichweite. Ne? Ja. Also wenn ich ein bisschen weiter weggehe vom Fahrzeug, der Router bietet auf jeden Fall beides. Das heißt, ich hatte früher mal so einen kleinen Router, so einen mobilen Router hier auch verwendet, SIM-Karte rein und das Ding hat auch funktioniert. Genau. Im Prinzip ist das ja nichts anderes, nur viel, viel besser. Ja. Der große Vorteil liegt auf jeden Fall darin, dass wir die Antenne nach außen verlagern. Genau. Ne? Das heißt, gerade auch bei Kastenwagen, da haben wir hier nochmal so eine besondere Halterung für und mit einer besonderen Dachdurchführung, da haben wir halt einfach einen Blechkasten. Wir sitzen in einem Blechgehäuse und der Empfang ist dadurch halt schon immens schlechter. Also holen wir den Empfang von außen, wo er noch gut ist, mit einer sehr, sehr starken, sehr leistungsfähigen Antenne ins Fahrzeug und strahlen dort halt auch entsprechend dann das WLAN aus, dass wir dann halt entsprechend keine Verluste haben. Ja. Und das wäre im Grunde genommen, was ihr vorher hattet mit dem Router, ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich einen Hotspot mit dem Handy eröffne. Ich sitze weiterhin im Fahrzeug, eröffne dort das WLAN und empfange im Fahrzeug auch das LTE. Und das kennen wir ja, dass wir dann manchmal auch mit dem Handy irgendwo hinlaufen im Fahrzeug. Oder wir haben es auch schon oben aufs Dach gelegt oder auf das Fliegengitter von der Dachhaube, dass es ein bisschen besser wurde. Ja. Genau. Und so können wir uns das jetzt natürlich vorstellen. Antenne draußen holt das Signal nach innen. Und da dann haben wir eben den Vorteil in abgelegenen Regionen. In der Stadt, klar, denke ich, ist das kaum ein Unterschied, aber in abgelegenen Regionen, wo wirklich schwacher Empfang ist, in den Bergen und so weiter, da sind wir hier dann im Vorteil. Genau. Gut. Gerade für die ganze Generation, die halt gar nicht mehr über Sat-Anlagen unbedingt TV schauen möchte, sondern YouTube, Amazon Prime, Netflix, die halt darüber eben streamen möchten, ist das eine geniale Lösung. Wir haben auch ein Video bei uns auf dem Kanal, wo wir mal in den Wald hier gefahren sind. Da konnten wir nicht mehr telefonieren mit dem Telefon. Und mit der Antenne hat es immer noch gereicht, um was haben wir, YouTube geguckt oder was. Ne? Also um ein Video zu streamen. Das klingt schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Genau. Das klingt sehr gut, weil wir Netflix gerade für uns entdeckt haben. Okay. Jetzt wollen wir aber wirklich mal loslegen und ich denke mal, dass wir jetzt mal schauen müssen, wo wir die Antenne platzieren. Ja, wo der Router innen am besten hinkommt, dass die Kabel nicht so weit und so weiter, dass das alles ein bisschen beisammen ist. Und ich glaube, da seid ihr dann jetzt wirklich dran und legt einfach los. Ja. Und wir bleiben bei euch. Auf jeden Fall. So machen wir das. Alles klar. Start. Dann schauen wir mal rein. Ja. Bevor jetzt die ersten Vorbereitungen außenrum schon getroffen werden, haben wir uns dazu entschieden, dass der Router in diesen Schrank nachher kommen soll, weil ihr wisst, hier ist unser Technikschrank, da ist alles mögliche drin, TV und Sat und was weiß ich was alles, aber da war es zu eng, vor allem auch auf dem Dach war es zu eng für die Antenne und da haben wir uns dazu entschlossen, den Router nachher da reinzusetzen. Strom ist kein Problem, den hatte ich ja mal da hinten schon hergelegt für den Max-Fan, den können wir da abzweigen. Beziehungsweise, also ich nicht, sondern die zwei Jungs. Und oben außen wird schon geputzt und das Dach sauber gemacht, weil da muss auch geklebt werden. Und nach dem Urlaub war das Dach noch ein bisschen verschmutzt. Änderung von Malte. Malte hat sich dazu entschlossen, den Strom nicht durch den anderen Schrank zu ziehen von dem Max-Fan, sondern hier vom Schalter abzunehmen. Ne? Also von dem Lichtschalter. Das ist ja auch kein Problem. Einmal rausgeschraubt und da angeklemmt und nach oben gezogen. Genau. Und das mache ich gerade. Ich prüfe jetzt, woher der Strom anliegt. Das ist auf jeden Fall ein geschalteter Strom über das Hauptpanel, sodass nachher die Gigabit auch aus ist. Wenn ihr das Fahrzeug verlasst, Haupt schon ausmacht, dann ist auch die Gigabit aus. Wir haben ja an der Antenne dieses Klebepad, das zeige ich euch gleich unten nochmal. Zusätzlich machen wir aber am inneren Rand noch eine Naht mit Sikaflex, ne, als zusätzliche Abdichtung. Wir haben nachher halt drei Abdichtungen hintereinander. Wir haben außen eine kleine Gummilippe, die gegen äußere Witterungseinflüsse schützt.
dann ein 3M-Klebepad und innen zusätzlich als dritte Sicherheitsabdichtung nochmal eine Sikaflexnaht. Jetzt haben wir so eine Zentrierhülse, schrauben mal ganz bisschen drauf. Die sorgt dafür, dass die Antenne nachher auch genau zentrisch in dem Loch drin sitzt, sodass sich das Sikaflex da entsprechend auch vernünftig verteilen kann und genau überall gleichmäßig mit der gleichmäßigen Stärke verteilt ist. Ihr habt es gesehen, oben ist fertig, also mehr war das nicht. Loch bohren, Kleber, Antenne durch, dicht. Jetzt geht's innen weiter. Also, wir sind jetzt so weit, dass wir hier oben Strom haben. Das ist der Stecker, der auf die Gigabit nachher kommt. Wir haben uns den Strom von hier unten, von dem Lichtschalter, abgezweigt. Das ist der Lichtschalter, hat eine entsprechende Absicherung für den Lichtkreis. Der Lichtkreis ist an, wenn wir den Hauptschalter anmachen. Und hier in dem Kabelkanal ist eine kleine Sicherung, die dieses kleine Kabel nochmal entsprechend absichert. Falls was passiert. Genau, das ist ein Leitungsschutz, der muss sein, weil wir da auf einen kleinen Kabelquerschnitt gehen und der muss entsprechend abgesichert sein. Damit, das aber nicht nur ich weiß, sondern auch jeder andere, mache ich hier noch ein kleines Schildchen ran, dass da eine 3-Ampere-Sicherung für die Gigabit ist. Das beeindruckt mich jetzt schon ein wenig, ja, dass hier wirklich drauf geachtet wird bei den beiden, dass alles nach den Regeln der Kunst auch stattfindet. Weil man hört immer mal so, dass manchmal Sachen nicht so richtig hundertprozentig montiert werden. Und hier sind wirklich auch Elektriker am Werk, die wissen, was sie machen und auch darauf achten, was sie machen, dass wirklich nichts passiert. Also wie jetzt hier nochmal eine extra Sicherung einzubauen, ja, wäre ich jetzt zum Beispiel im Leben nicht drauf gekommen. Vielleicht auch ein anderer nicht, aber hier wird wirklich drauf geachtet und hier geht alles mit rechten Dingen zu. Der gesamte Einbau von dieser Anlage dauert bei einem normalen Wohnmobil ungefähr 3 bis 4 Stunden. Das heißt, ihr könnt eigentlich drauf warten, draußen mal ein bisschen spazieren gehen, sich die Gegend angucken. Die zwei haben hier zwei Klapp-E-Bikes, mit denen könnt ihr auch die Gegend erkunden. Und es gibt hier noch einen... Das Wiesengehege. Genau. Wiesens. Ach so, Wiesens. Genau. Ein Wildgehege und da haben wir, oder hat die Firma Giba, eine Dauerkarte für unsere Kunden. Das sind mit dem E-Bike ungefähr 10 Minuten und da kann man sich auf jeden Fall mal gut einen halben Tag die Zeit vertreiben. Ja, und ruckzuck ist hier alles eingebaut. Wenn ihr einen Kastenwagen haben solltet, dann dauert die Sache auch nur 3 bis 4 Stunden, aber das Auto muss über Nacht stehen, darf noch nicht bewegt werden, weil die ganze Klebegeschichte, weil die Kabeldurchführung ist beim Kastenwagen ein bisschen anders, wegen dem Blechdach und dann sollte das über eine Nacht mal stehen und dann kann es wieder weitergehen. Wenn ihr von weiter her anreisen wollt oder müsst, ja, und dann am nächsten Morgen hier euren Termin habt, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr übernachtet, ja, und zwar in Rodenberg. 20 Minuten oder 20 Kilometer? 20 Minuten. 20 Minuten von hier direkt an der Autobahn, bietet sich also an, dann könnt ihr da übernachten. Ein kleiner Stellplatz, ungefähr 10 Plätze, würde ich sagen, mit Hundeauslaufwiese, Brötchenservice und Gasflaschentausch. Habe ich gerade hier in der Hand, kostet 8 Euro die Nacht, also das ist sehr praktisch. Ja. Und dann morgens hierher gefahren? Auto abgestellt, Klapp-E-Bikes genommen und zum Wiesengehege gefahren. Genau. Also das klingt mal nach einem schönen Wochenende, würde ich sagen. Eben habe ich gefragt, ob Kunden hier eigentlich sonst auch zugucken, so wie wir, weil wir so ganz neugierig sind und genau gucken, was sie machen. Und eigentlich dürfen Kunden hier gar nicht rein, was auch logisch ist, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und deshalb finde ich es gerade ganz cool, dass wir gucken können und dürfen und ihr auch und dass man mal sieht, wie es geht. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist für den Termin, wenn ihr hier zum Einbauen kommt, müsst ihr natürlich eine SIM-Karte dabei haben, weil ohne SIM-Karte geht hier gar nichts. Ist klar, weil der Router muss sich ja mit dem Handynetz verbinden. Wir haben jetzt hier einfach eine Prepaid-Karte uns besorgt von Kongstar, spielt aber keine Rolle. Ihr könnt das von Vodafone, von O2,
Ihr könnt auch eine Partnerkarte oder eine Zweitkarte von eurem Vertrag beantragen. Spielt keine Rolle. Hauptsache, da ist Datenvolumen drauf sozusagen. Ne? Und die SIM-Karte kommt jetzt in den Router. Ganz genau. Mit hier den kleinen Piekser mit bei. Der kommt dann hier nachher in den SIM-Karten-Slot 1. Das ist alles von uns so entsprechend programmiert. Hier brauchen wir gleich noch einen kleinen Adapter, die haben wir immer da. Genau, das ist uns immer ganz wichtig, dass der Kunde auf jeden Fall eine SIM-Karte mitbringt, weil der Kunde fährt bei uns immer vom Hof mit einem komplett funktionierenden System. Wir richten das ein, sodass es nachher funktioniert und geben nachher auch eine entsprechende Einweisung in die Technik einmal. Wobei man eigentlich, wenn man die SIM-Karte nicht wechseln möchte, auch nichts mehr einstellen muss. Ne? Das funktioniert ganz normal wie ein WLAN nachher zu Hause. Wir haben das WLAN eröffnet und sobald ich in die Fahrzeugnähe komme, wählt sich das Handy entsprechend wieder ins WLAN ein und gut ist. Ja. Mehr brauche ich nachher gar nicht justieren, gar nicht einstellen. Ne? Ja. Genau. Ich habe jetzt noch was gesehen an diesem Router, das wirklich auch so ist wie daheim. Der hat hier LAN-Anschlüsse, also ganz normale Netzwerksteckeranschlüsse, sprich fürs Büro, sag ich jetzt einfach mal, kannst einfach deinen Drucker anschließen. Ja? Und wie zu Hause im WLAN dann auch verwenden. Wenn der Drucker natürlich WLAN-fähig ist, dann kann man ihn auch über das WLAN hier einwählen lassen. Logisch. Aber es sind ganz normale LAN-Anschlüsse für alle anderen Geräte, die ihr vielleicht braucht oder mitzunehmen habt oder benutzen wollt. Wie daheim. Ihr habt es gesehen, der Router hängt an der Wand. Kannst du noch mal was über die Befestigung ganz kurz sagen? Also angeschlossen ist klar, genau. Die Stecker hinten rein von der Antenne und vom Strom. Genau, befestigt an der Wand ist der Router mittels eines Power-Klett Bandes. Das kann ich hier jetzt ausklicken, ihr könnt mal zuhören. Man hat es klicken gehört und wenn ich es wieder einsetze, dann klickt das auch wieder so ran. Das ist doppelseitig geklebt, einmal am Router und an der Wand und hat dadurch eine richtig feste 3M-Klebeverbindung. Perfekt. So, da sitzt der Router, wir sehen schon, die Lampen leuchten. Das sagt mir, dass das WLAN ausgestrahlt wird, dass eine 4G-LTE-Verbindung da ist und dass die SIM-Karte im Internet eingeloggt ist. Und im Prinzip sind wir soweit fertig. Jetzt machen wir noch ein bisschen sauber, machen alles wieder hübsch. Was mir aber jetzt ganz kurz einfällt ist, wir haben ja zwei SIM-Karten-Slots. Ja? Genau. Also das heißt, wir haben jetzt ja nur einen belegt. Wofür ist denn der zweite? Wofür können wir denn den zweiten dann verwenden? Der zweite, der Router ist von uns so konfiguriert, dass sobald im SIM-Karten-Slot 2 eine Karte eingelegt wird, dass er automatisch diese priorisiert und prüft, ist Internet auf der Karte, ist da Datenvolumen drauf, kann ich mich einwählen und wenn ja, dann nimmt er diese Karte. Was bringt das? Natürlich, wenn ich beispielsweise im Ausland in Kroatien bin, war ich gerade dieses Jahr und habe mir eine Karte für 12 € 4 Wochen gekauft, unbegrenztes Internet und habe so nicht mein Datenvolumen von der Haupt-SIM-Karte nehmen müssen, sondern habe im Urlaub dann von dieser lokalen SIM-Karte das Datenvolumen nehmen können und somit Internet gehabt und auch Geld und Datenvolumen gespart. Das heißt, ihr müsst ja nicht irgendwie rumfummeln mit die alte raus, die neue rein, sondern steckt einfach auf dem zweiten Slot die ausländische oder die günstigere, die temporäre da rein und es wird verbraucht. Und wenn die abgearbeitet ist sozusagen, dann schaltet er automatisch wieder. Das ist so eine sogenannte Failover-Konfiguration. Das heißt, er erkennt, wenn die zweite SIM-Karte kein Netz mehr hat, dann schaltet er automatisch um auf die eine. Bekommt ihr gar nichts von mit. Fertig. Die Gizmos leuchten alle und es funktioniert. Ja? Wichtig ist natürlich noch dazu zu sagen, es gibt eine Bedienungsanleitung dafür. Logisch, klar, weil der Router an sich ist vorkonfiguriert, aber manche SIM-Karten verlangen noch eine Einstellung. Das ist aber hier alles drin beschrieben. Könnt ihr dann selber machen. Beziehungsweise, wenn ihr hier das einbauen lasst, machen das die Jungs hier so, dass ihr, wenn ihr losfahrt, ein funktionierendes Internet habt im Auto. Wichtig ist, die ganze Geschichte gibt es nur mit der Montage. Also ihr könnt es nicht bestellen und dann selber einbasteln, sondern die Gibanet-Geschichte gibt es nur mit der Montage hier vor Ort bei Gibanet. Also bei Giba, nicht Gibanet, sondern bei Giba. vielleicht noch mal ganz kurz, warum die Gibanet?
Ja. Ja, es gibt ja andere Produkte, ich sag jetzt mal MaxView, Oyster, das wisst ihr auch, ja. Jeder versucht natürlich, was Gutes auf den Markt zu bringen. Die sind bestimmt auch alle nicht schlecht. Genau, absolut. Aber warum sollte man jetzt wirklich die Gigabit verwenden? Genau. Also die Gigabit hat halt in diesem Teltonika-Router einen sehr, sehr starken Prozessor. Es ist halt ein Industrie-Router und dadurch der läuft sehr, sehr stabil. Ja? Also wenn man gerade mit anderen auch in schwächeren Regionen mehr Probleme hat, läuft dieser Router sehr stabil. Wir können bei dem Router bis zu 150 Personen gleichzeitig ins WLAN einwählen. Okay. Also früher haben sich alle im Campingplatz eingewählt und später wird sich der Campingplatz bei euch einwählen wollen. Das ist auf jeden Fall ohne Probleme machbar. Wie gesagt, es ist sehr stabil. Es ist genau das Richtige zum mobilen Arbeiten für euch, zum Video hochladen, zum Video runterladen, zum Streamen. Ja? Ja. Da liegt nochmal ein großer Vorteil drin auf jeden Fall. Okay, und wer jetzt vielleicht das Video von den beiden schon gesehen hat, wo diese Messreihen durchgeführt wurden, der hat schon gesehen, warum auch noch die Gigabit einfach so, wie es aussieht, wirklich viel besser ist wie die anderen. Genau. Eins noch, könnte jetzt die Antenne oder diese ganze Gigabit-Geschichte auch ein Campingplatz-WLAN zum Beispiel aufnehmen und verteilen im Auto? Ja, grundsätzlich ja, haben wir in der Anleitung auch beschrieben, wie das funktioniert. Wir empfehlen es aber nicht unbedingt. Wir werben damit auch nicht großartig, weil wir der Meinung sind, dass unsere eigene LTE-Verbindung über die Antenne immer deutlich schneller ist als das WLAN auf dem Campingplatz, wo schon 300 andere Leute eingeloggt sind, was dann nachher alles über einen kleinen Router läuft, da ist immer so das Nadelöhr, ja? Da bin ich eigentlich mit meiner eigenen LTE-Verbindung deutlich im Vorteil, wobei alle anderen vielleicht im Campingplatz WLAN sind. Ja. Ja, da habe ich deutlich höhere Geschwindigkeit mit. Aber ja, grundsätzlich kann ich das. Genau. Ne? Ja. Ja, ist ja auch manchmal so das Ding, dass das Datenvolumen vielleicht ein bisschen zur Neige geht und man hat jetzt ein kostenloses WLAN auf dem Platz und steht aber irgendwo in der letzten Ecke, dann könnte die Gigabit das aufnehmen und können es verteilen. Also die Möglichkeit besteht, aber ihr wisst es selber, das muss ja dann alles auf dem Campingplatz durch dieses Nadelöhr, Campingplatz-Router irgendwo bei denen im Büro und dann wird es immer ein bisschen kritisch. Genau. So, ich habe jetzt einfach mal vom Google hier einen Speed-Test angeklickt und ihr seht, mit wie vielen Megabits der hier am Download ist und mit wie viel Megabits er am Upload sein kann. Wobei wir jetzt hier natürlich dazu sagen müssen, es ist eine Prepaid-Karte von Kongstar, die ist gedrosselt auf 25 Megabit. Das heißt, die volle Leistung, die Gigabit eigentlich bringen könnte, auch hier am Standort, erreichen wir jetzt hier nicht, weil die Karte gedrosselt ist. Wenn ihr jetzt eine ungedrosselte Karte habt, dann könnt ihr natürlich hier noch viel, viel mehr rausholen. Gesehen in dem Video, was die beiden ja schon gemacht haben mit der Testreihe, die sie durchgeführt haben. Ich wollte es nur noch mal jetzt ausprobieren und euch zeigen, dass es wirklich hier rennt wie Slottchen. Wenn ihr hierher kommen möchtet, Malte und Louis haben hier auch, ich sag mal, Ausstellungsfahrzeuge stehen, in denen alle möglichen Sachen schon verbaut sind und die euch anhand dieser Produkte beraten können, was für euch das Richtige ist. Und Toni hat sich da eben schon was angeguckt und meinte eben zu Louis, das müsste er mir unbedingt zeigen, weil es offensichtlich richtig cool ist. Also gehen wir mal und schauen mal, was es da gibt in dem Fahrzeug. Also Freunde, wir sind jetzt hier in einem LMC, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist einfach ein Ausstellungsfahrzeug, wo alles drin verbaut ist. Da kann Louis gleich euch noch was zu erzählen. Und ich stehe hier und gucke schon auf so ein Bedienpanel und krieg schon hier so, wow, will ich auch haben. Aber erstmal Louis jetzt an dieser Stelle. Ja, genau. Wir haben hier ein relativ großes Autarkpaket verbaut. Wir haben oben auf dem Dach knappe 720 WP Solar. Hier unter dem Sitz 400 Amperestunden Lithium. Das Ganze noch zusätzlich erweiterbar mit einem Faltpanel, was man außen aufstellen kann mit nochmal 200 Watt. Und es ist eine Victron Energy Anlage hier drin mit dem Cerbo GX und einem GX Touch Display. Das sehen wir hier oben. Das ist nachher unsere komplette, ich sage mal, Energiezentrale. Ja? Darüber können wir nicht nur den Wechselrichter steuern, sehen, was wir aktuell an Stromverbrauchen über einen Wechselstromverbrauch haben, den aktuellen Batterieladezustand, die Spannung, den aktuellen Entladung oder Ladung in Ampere oder Watt, aber auch die aktuelle PV-Ladeleistung. Ja? Dazu haben wir, das haben wir auch schon in einem Video letztens vorgestellt, die Sensoren von der Firma Supersens. Die sind
extrem präzise und da können wir perfekt Frischwasser und Abwasser mit abfragen. Ihr kennt das, wenn wir hier oben zum Beispiel gucken, hier ist der Abwassertank aktuell zu 50% voll. Aber die nächste Stufe wären jetzt nicht 49%, sondern gleich 25%. Ja. Ne? Und dann hat man 25 und dann kommt die Null auch schon ganz schön nah. Kann ja. ich jetzt nochmal duschen gehen oder nicht? Und da haben wir diese Supersens-Sensoren hier in das System mit eingebunden und sehen jetzt super präzise, wie viel Prozent wir noch haben. Und auch das Ganze nochmal kann man auch in Liter. Wir haben noch genau 57 Liter im Tank. Ich wusste, das ist was ich toll finde. Und ich hatte das Toni vorhin schon erzählt, über die App kann man sich, also man braucht das gar nicht unbedingt nur in das Touch-Display mit einbringen. Es kann auch nur der Supersens-Sensor funktionieren mit einer Bluetooth-Schnittstelle in der App. Und da kann ich auch einmalig zum Beispiel ermitteln, wie viel Liter pro Minute verbraucht meine Dusche. Und dann sagt die App mir genau, du kannst noch 5 Minuten und 30 Sekunden lang duschen. Nein! Ja, genau, dann geht das ist ja der Hammer. Das Wasser aus, wenn man gerade noch die Haare eingeschäumt hat. Ne? Du, bei mir den Fall hatten wir mal. Genau. Den hatten wir wirklich mal. Ist das ja. lustig? Da stand unser Sohn in der Dusche und auf einmal sagt er, es kommt kein Wasser mehr. Ja. Das ist ganz ja toll, genau, wenn es sowas gibt. Genau so. Schaut mal, Toni lacht sich kaputt. Warum? Ja, weil es, das ist wirklich der Hammer, ja, was mittlerweile alles möglich ist. Ich war vorhin so geflasht, ja, weil natürlich geht die Technik auch beim Wohnmobil, hält die ja nicht an, ist ganz klar. Aber dass es wirklich alles schon so weit ist, dass man alles miteinander vernetzen kann und was der Louis gesagt hat, dass dir diese ganze Geschichte dann über WLAN mit dem Router, mit unserem neuen Gigabit-Router verbunden ist und ich von egal woher, weil es ja mit dem Internet verbunden ist, die ganze Sache abrufen kann, steuern kann, voreinstellen kann, ob das natürlich alles Sinn macht für jeden, sei dahingestellt, aber es ist machbar. Der Hammer. Ganz genau. Der Hammer, was alles geht. Ja. Und ich finde es gut, ihr habt zwei Fahrzeuge, wo ihr alles genau, wir haben zwei Fahrzeuge, haben wir ein bisschen unterschiedlich ausgestattet, unterschiedliche Klimaanlagen, dass man alles mal ein bisschen vorführen kann. Vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache, die wir hier eingebaut haben, die wir jetzt schon auch wirklich mehrfach angewendet haben. Wenn man dieses Komplettsystem, diesen Victron Energy Servo hat, das ist sozusagen das Gehirn von der ganzen Sache, haben wir hier jetzt eine Kühlschranksteuerung realisiert. Leute, die im Fahrzeug leben, wollen natürlich auch möglichst viel Gas sparen. Ich habe eine riesengroße Solaranlage, viel Lithiumbatterie an Bord und habe im Sommer viel zu viel Solar. Im Winter ist es okay, es reicht aus, aber im Sommer habe ich einfach Solar im Überschuss. Und da haben wir eine Steuerung eingebracht, die es hier ermöglicht, ab einem Ladezustand zwischen 100% und 80% wird der Kühlschrank automatisch angesteuert, sodass er dann nicht mehr im Gasbetrieb läuft, sondern im Batteriebetrieb. Ah, okay. Weil ich habe ja eh in dem Moment so viel Solarenergie im Überschuss, dass ich den Kühlschrank einfach aus der Solarenergie betreiben kann, besser als das Ganze einfach verpuffen zu lassen. Ja? Und wenn ich nachher diese 80% Batteriekapazität unterschreite, geht das Ganze, wird das einfach wieder deaktiviert, der Kühlschrank springt wieder auf Gas, bis ich das nächste Mal wieder über Solar die Batterien entsprechend aufgeladen habe. Ich wusste, wir werden öfter hierher kommen, Freunde. Ich wusste es einfach. Und das ist ja schon wieder mega cool. Also, wenn ihr wirklich technikaffin seid und wollt euer Wohnmobil auf den neuesten Stand bringen oder weil ihr es einfach braucht, ja, oder weil ihr denkt, das wäre eine coole Sache oder überhaupt noch gar keinen Horizont habt, was alles machbar ist. Ja, das, genau. Meldet euch bei den beiden. Die machen das. Ja, und vor allem beraten die aber auch erstmal ganz unabhängig von eurem Fahrzeug und von ganz unabhängig auch von irgendwelchen bestimmten Marken, die man sich jetzt hier einbauen lassen kann, weil die einfach alles auch hier haben, um es euch zu präsentieren und zu zeigen und vorzuführen, so dass ihr euch ganz unabhängig von allem entscheiden könnt, was für euch das Richtige ist und was ihr wirklich braucht. Also liebe Freunde, es ist unglaublich, wir müssen eigentlich jetzt losfahren, weil wir müssen jetzt Internet testen, das ist alles fertig. Und irgendwo mitten in den Wald, wo das Handy nicht mehr, ich muss das irgendwie ausprobieren. Ja, ich auch. Ja. Genau, wir stellen uns mitten in den Wald und streamen unsere Serie weiter. Also ihr merkt, wir kommen zum Ende, aber wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, das ist noch nicht das Ende, weil wir haben noch eine Überraschung für euch. Also eigentlich haben Malte und Louis die für euch. Genau, ja, während ihr gerade schön angeschaut habt, was wir sonst so Schönes hier veranstalten, habe ich mich um ein bisschen Papierkram gekümmert. Und zwar möchte ich feierlich überreichen 10 Gutscheine, nicht für euch, weil ihr habt es ja schon, sondern für eure Zuschauer. 10 Gutscheine, jeweils im Wert von 100 Euro für den Einbau dieses Internetsystems, der Gigabit. Super. Vielen, vielen Dank. Du hast dir was Schönes überlegt dazu. Ich habe mir was überlegt. Also Freunde, wir haben eine Verlosung für euch. Hey, Trommelwirbel. Wie gesagt, wir haben 10 Gutscheine jeweils im Wert von 100 Euro für den Einbau einer Gigabit hier bei Malte und Louis.
bei Hannover in Sprenge. Wenn ihr einen dieser Gutscheine gewinnen wollt, dann bitte einmal diesem Video einen Daumen nach oben geben, bitte Abonnenten unseres Kanals sein, und dann haben wir uns eben gemeinsam überlegt, dass es toll wäre, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, und zwar schreibt, was ihr früher ohne Internet gemacht habt. Also es ist ja für alle eigentlich unvorstellbar inzwischen, dass man auch ein Buch lesen kann oder vielleicht gemeinsam Karten spielen kann, sich ans Lagerfeuer setzen kann. Jetzt habt ihr schon eine Menge Ideen gehört. Heute hat jeder sein Handy in der Hand oder streamt eben irgendwas, was alles toll und super ist. Aber früher ging es auch anders. Und da wäre es super, wenn ihr schreiben würdet, was ihr früher gemacht habt. So, geht natürlich, vor 30 Jahren, 40 geht, Jahren. Geht natürlich auch, was ihr vielleicht in der neueren Zeit gemacht habt, als mal kein Internet da war. Ja? Also das haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es manchmal wirklich miserabelst ist. Und was ihr dann gemacht habt, jetzt in der Internetzeit, ohne Internet. Aber bitte nicht alles schreiben. Nee, ja. Ja, also alles. Ja. Also ich sag mal, das Schönste, die schönsten Erinnerungen, aber erst beim zweitschönsten angefangen. So? Ja. Ihr wisst, was wir meinen. Genau. Wir haben dann wieder eine ganz große Losvase für euch, schreiben wieder fleißig Lose, und der Gewinner wird gezogen in der nächsten Folge der Leni und Toni Show. Genau, so machen wir es, wie immer. So ist es. Ja. Gibt's noch was zu sagen? Nein, leider fahren wir jetzt. Also eigentlich nicht leider, weil wir wollen ja testen, wie es Internet ist. Alles Wichtige für euch steht in der Infobox. Zum Beispiel der tolle Stellplatz, den ihr besuchen könnt. Ich gucke mal, ob es von dem Wiesentgehege auf noch eine Internetseite gibt. Dann verlinke ich die euch auch. Und ganz wichtig, die Internetseite von Malte und Louis. Da stehen auch alle Preise, alles, was ihr wissen müsst zum Einbau, was es alles gibt, was die alle machen. Nee, was die alles machen. Und wenn ihr euch genauer informieren wollt, am besten E-Mail schreiben oder anrufen, Termin vereinbaren, und dann geht's los. Genau, beraten lassen und das Beste für euch und euer Mobil einfach rausfinden. Und ihr habt ja schon gesehen, das ist sehr umfangreich, was die beiden hier veranstalten und auch können und auch einbauen können. Und irgendwas ist bestimmt dabei für euch. Auf jeden Fall. Ich drücke erstmal 10 von euch ganz feste die Daumen. Ich freue mich aufs lose Schreiben. Wir sagen alle danke fürs Zuschauen. Ja. Viel Spaß mit eurem zukünftigen Internet, das ihr dann hier bald haben werdet. Wir sind gespannt drauf und freuen uns sehr. Natürlich. Updates dazu kriegt ihr regelmäßig in der Leni und Toni Show. Und ich glaube, nach dem, was ich hier heute alles gesehen habe, werden wir regelmäßig hier zu Gast sein. Danke an euch. Schön, dass ihr uns das alles gezeigt habt. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Und danke, dass wir in die Werkstatt gucken durften. Ja, und alle anderen Ausnahme. Genau. Gut, dann viel Spaß im Internet beim Surfen und beim Camping. Hier in Sprenge. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.